kenne Olli aus dem Radio. Dann kenne ich ihn auch als Musiker. Und wir haben einen gemeinsamen Freund, Robert Stadlober. Und da sind wir uns auch schon mal vor Jahren begegnet. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern. Schaut euch meine Mutter an, 62 und frisch verliebt. Ist natürlich schlecht für meinen Vater, aber vor dem Fenster meiner Wohnung steht ein alter Mann und lacht über die Dummheit seiner Jugend, die verbrannte Leidenschaft. Ein Mädchen hat im Hinterhof die Wände angemalt. Liebe ist so doof, wenn man am Ende nur bezahlt. Tom hat Humor, was man auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht so annimmt, weil er schon ein ziemlich passiver Typ ist in seiner Art. Ich glaube, er gibt auch nicht viele Interviews und so, was mir eigentlich sympathisch ist. Und er ist ein sehr guter Schauspieler. Da ist er. Der Platz ist verflucht. Seht ihr den leichten Streif über dem Gras? Da rollt abends der Kopf. Ihr meint, das sei ein Maulwurf. 3 Tage und 2 Nächte liegst du dort tot. Und deine Gebete bringen dir keinen Trost. Vielleicht wird's interessant, vielleicht wird's total langweilig, aber in jedem Fall einzigartig, ne? Weil sowas macht man genau einmal, ne? Durch die Nacht mit. Und das ist halt heute meine Nacht mit Olli. Schick siehst du aus. Hallo. Mein Lieber. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Gut. Ja? Du bist ein bisschen nervös. Echt? Bist du bist gut im Tennis, ne? Ein bisschen. Kannst du spielen? Ich war ein leidenschaftlicher Spieler früher. Hab das ist seit, gut. Seit 8 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, und ich geil. Hab eine Lunge wie eine alte Frau. Du darfst mich nicht wie eine alte Frau jetzt hier beim Platz jagen. Spezialschlag. Ich bin ganz nervös, wenn die Kamera läuft. Rauchst du? Aber wie ein Weltmeister. Das machen wir jetzt eine Stunde. Ich hab Bock. Macht total Spaß. Meinetwegen können wir den ganzen Abend auf dem Tennisplatz bleiben. Ab und zu was trinken. Total super. Ah! Mal so am Schluss die arrogante Geste, wenn die sich nicht mögen, dann gucken sie sich nicht so an. Good game. Ich habe auch mal gehört, Tennis ist der Sport für die Leute, die zu ehrgeizig sind, um einen Teamsport zu betreiben. Zu ehrgeizig? Ja. Hast du das nach deinem Charakter ausgesucht, Tennis? Ich glaube, es entspricht meinem Charakter auf jeden Fall. Aber es ist auch ein sehr einsamer Sport. Wenn man dann als Gewinner vom Platz geht, ganz alleine, so. Merci. Jetzt nur eine Zigarette und ein Bier. Auf das Match. Ja, ich weiß nicht. Prost. Du sah lächerlich aus. Mhm. Wie lange ist das her, seit wir uns in München gesehen haben? Ich glaube, es muss während der Zeit von Verschwende deine Jugend gewesen sein. Ja, war es auch. Es war zu den Dreharbeiten. Und ich bin vorbeigekommen, weil ich in Hamburg eingegangen bin. Und Robert hat gesagt, ich soll vorbeikommen. Und du hast wahrscheinlich geistig davon gewusst, dass ich dann da in der Wohnung für ein paar Tage mit abhänge. Wir sind uns auch, nachdem wir uns in München gesehen haben, glaube ich, noch 2-3 Mal kurz begegnet auf irgendwelchen Partys, ne? Mhm. Wo es für mich immer mega anstrengend war. Und du sahst immer, wenn ich das so sagen darf, auch ein bisschen so aus, als wenn du dich unwohl fühlst auf so Filmpartys und so. Ist das so oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder warst du vielleicht einfach nur sternhagelvoll? Wahrscheinlich habe ich mich unwohl gefühlt und war deshalb sternhagelvoll. Ich habe mich dieses Jahr einmal betrunken, das war vor der Kamera. Das war das einzige Mal bis jetzt. Für deine Figur? Für meine Figur. Hilft dann, ne? Wahrscheinlich, oder? Das hilft total. Ein letzter Schluck unter meinesgleichen. So früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Okay. Vorsichtshalber noch einer. Oh. Der Whisky rinnt meine klamme Kehle hinunter, während ich mich an den roten Teppich dränge. Menschen im Würgegriff des reinen Profit- und Erfolgsdenkens. Ich brauche dringend einen Schluck.
Bulli, alte Hundelunge, wollen wir einen Lütten trinken? Die Nervosität steigt wie bei einer Leberuntersuchung. Oh Gott, ich hab's einen Sitzen. Ich geh so selten ins Kino. Gehst du noch häufig ins Kino? Ja, neulich wurde ein Film von mir gezeigt. Und neben mir hat jemand so durchgetwittert oder gefacebookt. Ich weiß nicht, aber es war eigentlich so 50-50. Also die Hälfte auf dem Telefon und dann ab und zu mal geguckt, ob man noch mitkommt. So. Also ganz ehrlich, da bin ich das. Ich mag das nicht. Ja. Ich kann es auch nicht ab, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und der alle 5 Minuten auf sein Handy guckt. Manchmal natürlich auch Unsicherheit, ne? Also ja, ich kenne es bei mir selber, dass wenn ich mich irgendwo... Wenn du irgendwo bist, alleine, wartest auf jemanden oder so? Ja, ich habe mich sogar schon dabei erwischt, dass ich so getan habe, als ob ich telefoniere. Habe ich auch schon gemacht. Um aus Gesprächen rauszugehen. Habe ich auch schon gemacht. Oder um nicht angesprochen zu werden. Ich habe so ein bis vor kurzem ein Billigtelefon gehabt. Und da das gibt es für 15 Euro beim Mediamarkt. Und da gibt es so einen Knopf und dann drückt 20 Sekunden später klingelt das Telefon. Ja. Hast du so einen Fake-Anruf und dann sagst du so, das habe ich damals ein paar Mal benutzt. Und so. Das ist gut, ja. Und auch wenn ich mich mit jemandem treffe und ich sehe da Leute, die mich kennen und erkennen und ich weiß, die wollten dann gleich mit mir quatschen und so, dann tue ich so, als wenn ich telefoniere, ich auch schon gemacht. Eigentlich blöd ist natürlich, wenn es dann klingelt, ne? Dann mache ich so schlau bin ich dann. Jetzt habe ich ein iPhone, das man so auf lautlos dann drückt, weil das wäre das Peinlichste, wenn du dann erwischt wirst dabei, ne? Wie alt bist du? Ich werde dieses Jahr 40. Ja. Aber auch überhaupt. Aber langsam sieht man es. Ne? Ja, danke schön. An den grauen Haaren, die hatte ich aber auch schon vor 10 Jahren. Das stimmt nicht. Doch. Nee. Tom, du hast ein falsches Bild. Hast du mich falsch in Erinnerung? So ein Lausbuben-Gesicht, ne? Hatte ich. Sah schon eher jung aus. Aber jetzt, ich will nicht sagen, dass du aussiehst wie 40, aber... Sichtlich gealtert. Du bist ein bisschen reifer geworden. Das kann man gut sagen, das klingt auch charmant. Kann sein, ja, wirklich, vielleicht bin ich das. Ich gucke nicht so viel in den Spiegel, machen Schauspieler mehr, oder? Ja, Lars Eidinger hat mal gesagt, mach da nicht so oft, weil kommt nicht zurück. Kommt nichts zurück, kommt kein Feedback zurück, ne? Felix, Tom, hallo. Ja. Hallo Felix, ich bin Ali. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Gründer von Fernopoli. Das wird ein fairer Online-Marktplatz, ein neues eBay. Wir sind kurz davor, ein fettes Büro zu beziehen, aber gerade sitzen wir mit vielen anderen sozialen Unternehmen in einem gemeinsamen Social Impact Lab Coworking Space. Nichts verstanden. Ich auch nichts verstanden. Sag mal, ist jemand gestorben? Warum? Weil ich gerade eine Lache gekriegt habe, dass Jeff tot ist. Welcher Jeff ist das? Achso, der Slayer-Gitarrist ist tot. Ja, Leberversagen. Jeff Hanneman? Ja. Oh, Alter. Jeff Hanneman von Slayer, der hat die gesamte Rain im Blatt alleine geschrieben. Magst du Slayer? Ich muss sagen, ich bin jetzt kein spezieller Slayer-Kenner oder Fan in dem Sinne, aber es ist aber traurig, wenn Menschen stirbt. Also. Es ist traurig, wenn Menschen sterben, ne? Ja, aber Jeff Hanneman besonders. Das ist hier so die Gegend, in der wir sitzen mit Fernopoli. Okay, also jetzt, damit ich das schnell verstehe, weil ich brauche klare, deutliche Sätze. Ja. Bin nämlich nicht so schlau. Fernopoli ist wie eBay, soll nur als sozialer funktionieren. Was ist unsozial an eBay? Ich habe eBay nie benutzt. Ja, okay, also eBay ist halt ein Online-Marktplatz. Die Leute, die da hinkommen, gucken meistens nur auf den Preis, wie die Dinge produziert werden, ob dafür Menschen enteignet wurden, ob dafür Urwälder zerstört wurden. Das ist erstmal den Leuten ziemlich gleich. Und wir sagen einfach, wir möchten einen Marktplatz aufbauen, der eigentlich genauso aussieht wie Amazon oder eBay. Nur da noch Informationen bietet zu diesen faireren Produkten, die es halt auch gibt. Ja, ich meine, kann dir gleich mal was auf den Schrank rapschen. Faire Boxhandschuhe, also vegan produzierte Boxhandschuhe, das ist einfach ein Beispiel, so, was man halt machen kann. Und das muss auch nicht irgendwie jetzt super öko aussehen, sondern kann ein ganz normales Produkt sein. Nur einfach die Geschichte dahinter ist einfach ein bisschen sauberer. Aber wie kontrolliert ihr das? Ja, also das kontrollieren wir im Endeffekt nicht selbst, sondern wir verlassen uns da auf so große etablierte Siegel. Wir arbeiten mit den Weltladen-Handelspartnern, weil die Weltläden sich da einfach schon seit langem drauf spezialisiert haben. Und im Endeffekt sind es dann die Nutzer,
die das kontrollieren müssen. Wenn ihr Lust habt, könnten wir in der Küche auch mal ein faires Bier kosten zum Beispiel. Ja, oder? Der Name ist auf jeden Fall gut. Ja, oder? Gefällt euch das? Ja, okay. Schön. Und damit hattet ihr kein Problem. Ist das euer Logo? Ja, damit habt das ist ihr, das Logo. Das habt ihr geschenkt bekommen, sozusagen. Dass ihr das so. Oder das haben wir so gemacht. Das, ja? Da kommt noch es Post keine, vom Anwalt, oder was? Nee, wir haben mit mehreren Anwälten darüber gesprochen. Es gibt halt keine Wortmarke auf dieses Spiel, sondern einfach nur eine Bildmarke. Und von dem Bild weichen wir weit genug ab. Man erkennt es, aber das ist ja auch so gezielt. Ja, aber das ist doch schon mal die halbe Miete, ne? Der halbe Sieg, irgendwie, dieses Logo. So, eben haben wir ein gutes Augustiner, jetzt kommt der direkte Vergleich. Jetzt kommt das Quartiermeister. Dieses Bier ist ein lokales Berliner Bier. Im Endeffekt ist die Idee, man schnappt sich ein Bier, verkauft es zum selben Preis wie normale Biere. Und ein Teil von dem Gewinn oder der Gewinn wird einfach gespendet an lokale Initiativen. Alles klar. Auf Phenopoli. Ja, danke. Cheers. Prost. Ja, und cheers. Viel Glück. Es wäre doch eigentlich gut, wenn wir jetzt Robert besuchen würden, oder? So. Wie früher. Ruf ihn noch mal an. Ehrlich? Ja. Robert, hier ist Olli Schulz. Wie geht's dir? Wie steht's? Was machst du? Ich bin mit Tom auf Tour gerade und wir haben gerade überlegt, Tom und ich haben uns ja so lange nicht gesehen. Jetzt haben wir gedacht, dass wir dich vielleicht nachher auch noch treffen wollen. Hast du Bock? Irgendwann wird Tom und mir der Gesprächsstoff ausgehen und dann können wir dich treffen. Alles klar, Robert. Wir melden uns später, ja? Ciao. So richtig geil schmeckt das nicht, ne? Nee. Ich weiß nicht, was der Plan ist, aber ich glaube, ich könnte was zu essen vertragen. Gehen wir jetzt was essen? Trefft jetzt der Steffen Salbert, soweit ich weiß. Leicht angesoffen. Ja. Was fragen wir an Steffen Salbert jetzt? Naja, ich habe ein paar Fragen. Hast du dir was ausgedacht? Nee, aber ich habe ein paar Fragen aufbekommen von Freunden. Also, soll ich jetzt schon sagen? Nee, das holst du daraus. Peinlich, aber ich muss. Die erste Frage an Steffen Salbert wird von mir sein: Wo ist die Toilette? Oh, jetzt muss ich auch mal strollern, aber ich behalte den Druck noch drauf. Dann bin ich gleich. Dann bin ich bissiger gleich beim Interview. Du stellst die Fragen, ich stehe dumm daneben, okay? Das ist nicht wahr. Hallo. Hallo. Hallo, Steffen Salbert. Hallo, Tag. Schilling. Hallo. Oh, Sie haben Vorsprung. Ja, das wir ist, haben. Nicht fair. Das ist schon das zweite. Hallo, Steffen Salbert. Tag. Olli Schulz. Hallo. Willkommen in meinem natürlichen Lebensraum. Ja, ist das Ihr natürlicher Lebensraum? Das seit ein paar Jahren jetzt, ne? Seit 2010, ja. Ich habe gleich mal eine Frage, die ich Sie gerne fragen würde. Als Sie noch in Hamburg gelebt haben. Sie haben in noch Hamburg, ja. Ich habe studiert in Hamburg. Sie haben in Hamburg studiert. Haben Sie auch mal für das Hamburger Journal gearbeitet? Ja, muss ich gestehen. Sie haben. Ich war jung und brauchte das Geld. Und das ist nämlich in Ihrer Vita nicht erwähnt. Nee, ist nicht schlimm, ehrlich gesagt. Es war während des Studiums halt so. Ja, und Sie haben mich interviewt, 1985. Nein. Und zwar die Gesamtschule Stelling, die ein Schülerfernsehen hatte. Die Gesamtschule Stelling. Und ich war der Moderator des Schülerfernsehens. Ich war damals 12 Jahre alt. Und Sie haben mich damals interviewt und haben einen Bericht gemacht. Der war vermutlich 50 Sekunden lang. Nee, der war 3 Minuten lang, der Bericht. Kam Ihr O-Ton drin vor oder habe ich den rausgeschnitten? Mein O-Ton kam drin vor, ja. Ich bin garantiert schlotternd in den Knien dahin gegangen, weil ich nämlich überhaupt nicht Filme machen konnte, aber behauptet hatte, ich kann das, weil ich den Job wollte. Und man hat bei jedem Mal, wenn ich ausgerückt bin, gemerkt, wie wenig ich das konnte. Und ich habe immer gedacht, eines Tages merkt es einer. Aber irgendwie ging es immer. Aber ich habe jedes Mal gezittert, es war alles schrecklich. Ja, das war das Schlimmste. Wollen wir hier stehen bleiben? Haben wir noch was zu trinken? Nee. Ich kann jetzt hier nicht mit einer Buddel Bier langlaufen. Doch, das wird Sie sympathisch machen. Das würde so eine Brüchigkeit erzeugen. Wenn es das braucht, dann ist es jetzt auch zu spät. Warten Sie, ich hole noch mal eine Kippe aus dem Auto. Ich brauche eine Kippe. Also er kann sich eine holen. Kann man noch Glückwunsch zum Filmpreis sagen? Ich habe mich darüber, das ist ja sehr ich habe mich frisch. Darüber gefreut, weil ich den Film total geliebt habe. Haben Sie geguckt? Ja. Ja. Vor, weiß ich, 2 Monaten oder so. Und fand ihn wunderbar. Der hat mich, klingt jetzt blöd und randschmeißerisch, aber der hat mich echt bewegt. Ja, ich glaube, es ist ein besonderer Film. Ja. Weil jeder
Also erstens habe ich einen Sohn, der sehr bald in dem Alter ist, ja, in dem Sie in dem Film waren. Zweitens konnte ich mich schon noch ziemlich gut erinnern, wie ich so mit 20 in die Welt stolperte und dachte, okay, was erwarten die jetzt alle, ja, von dir? Welchen perfekten Grad von Funktionieren? Also ich fand den super. So, das letzte Mal hat man sie mit 0,7 Promille rausgewunken. Es ist ja wirklich ganz knapp an der Legalität vorbeigeschrammt, oder? Wenn man noch fahren muss, sollte man am besten gar nicht trinken. Ja, aber so ein kleines Gläschen muss doch schon drin sein, oder? Ein ganz kleines? Nee, nicht wenn man noch fahren muss. 0,7 Promille, ich meine, die hat meine Frau doch auch intus, wenn sie sich jeden Abend ihre 3 Tafeln Rumschokolade reinzieht, ne? Sie waren ja auch bei der Premiere von Unsere Mütter, Unsere Väter, richtig? Ja. Und wie fanden Sie Tom so? Ich hatte vorher noch eine andere Frage. Das müssen Sie gar nicht beantworten. Nee, aber der Regisseur von dem Film, den Sie toll finden, oh boy, der hat sich gefragt, ob das jetzt keine Frage über Sie, sondern über Angela Merkel, ob sie das denn stört oder ärgert, wenn sie in polnischen Zeitungen so in KZ-Kleidung illustriert wird, weil sie sich so staats... Ja, da gab es ein Titelbild, das frauisch stimmt. Frauisch oder männisch, wie man sagt, gar nicht dazu äußert, was ja ganz toll ist. Nee, aber dazu darf man sich nicht äußern. Sie hatten wirklich sehr enges Verhältnis mit Polen. Deswegen äußert sie sich und ärgert sich darüber auch nicht. Mhm. Ich glaube, dass das Irritationen in Polen ausgelöst hat. Also das ist zumindest, weiß ich nicht, bemerkt worden, ja. Aber die Kanzlerin ärgert sich grundsätzlich nicht über oder geht auch nicht ein auf solche Beschreibungen, okay, sagen wir, wo sie dann irgendwelche komischen Bärtchen angemalt kriegt oder eben so verzerrend auf Titelbildern dargestellt wird. Eigentlich sollte man sich über das, um das kümmern, was man selber beeinflussen kann und was andere Länder für Titelbilder machen, das kann man nicht beeinflussen. Aber der Film war gut. Luisa Drückeberger ist vorbeigeschossen. Du bist so ein dämlicher Feigling. Friedhelm. Ich bin da mit meinem Sohn hingegangen. Und für den war das, den hat das total bewegt. Der ist ja wie alle 17-Jährigen immer sonst so kaltschnäuzig und ja, kein Bond-Film ist je hart genug und so. Und dann kam er in diesen Film und ich glaube, der hat ihm irgendwie klar gemacht, wie es noch kein Film geschafft hatte, wie man so mit 17, 18, 19, 1942 da losgeschickt wurde. Sind Sie jetzt noch hier, weil Sie bis eben gearbeitet haben? Oder ich habe bis eben gearbeitet, ja. Ich hatte gerade noch, bin gerade aus dem Kanzleramt gekommen. Ja. Wie oft treffen Sie denn Frau Merkel? Täglich. Täglich, ja? Sind Sie täglich mit ihr? Ja. Kriegen Sie direkt von ihr persönlich Instruktionen? Instruktionen? Das auch manchmal. Ja. Wir reden. Ja. Aber bestimmen Sie dann, zu welchen Themen sie sich äußert? Oder wie funktioniert das? Nee, ich bestimme nicht, zu welchen Themen sie sich äußert, sondern wir sprechen über alles, was anliegt. Und über manches sprechen wir auch sehr genau, weil man sich genau überlegen muss, wenn ich mich äußere, wird das ja ganz oft einfach als die Bundeskanzlerin hat sich geäußert, mhm, in den Zeitungen gemeldet. Also muss man schon sehr aufpassen, jedes Wort wirklich auf die Goldwaage legen, weil das kann am nächsten Tag in der europäischen Zeitung und auch in deutschen Zeitungen auf der Seite 1 sein. Also kann ich da nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Ich muss jetzt ganz viele Fragen loswerden. Also ist sie autoritär? Ich habe nur die Antwortmöglichkeit ja oder nein. Autoritär nein. Wie oft mussten Sie denn Ihre eigene Meinung zurückstellen, wo Sie dachten, wo es kollidiert hat, wo Sie dachten? Noch in keiner wichtigen Frage. Noch in keiner wichtigen Frage? Nee, also man wird ja auch, also ich finde, man sollte Regierungssprecher nur für eine Regierung werden, von der du überzeugt bist, denn sonst wäre es ja schrecklich. Das heißt, bei der nächsten, bei einer anderen Regierung, eventuell würden Sie gar nicht mitmachen? Das würden die auch nicht wollen. Okay. Ich glaube nicht, dass, wenn Herr Steinbrück die Wahlen gewinnen sollte, ja, dass er dann gerne mit mir weiterarbeiten möchte. Ich glaube, so oder nicht? Ja, das fragen Sie ihn. Ich würde es aber auch umgekehrt nicht. Nein, nein. Das würden ist, Sie nicht machen, wenn Herr Steinbrück sagt, nein, ach, der Seibert, der macht das so nicht gut seit ein paar Jahren, den würde ich gerne da behalten. Erstens wird er das nicht sagen, zweitens werde ich das nicht tun. Das gehört auch gar nicht. Das sind doch politische, ich bin ja nicht ein Söldner, ja, sondern das sind ja politische Überzeugungen, die dahinter stehen. Und wenn du nun mal die politische Überzeugung hast, dass dies richtig und jenes weniger richtig ist, dann
wechselst du doch nicht das Boot. Kommt noch ein Enthüllungsbuch, ich und die Kanzlerin? Nee. Ich kann nicht schreiben. Nee? Nee. Ich mag auch nicht schreiben. Ich habe den Horror vor der weißen Seite. Nee. Es fühlt sich trotzdem immer, finde ich, so ein bisschen an wie so ein Architekturmodell, ne? Ne? Ja, wo so Pappmenschen durchlaufen. Ich mag das hier. Man kommt durch so viele Regierungsviertel von anderen Städten und die sind manchmal fantastisch schön und alt, wie in Rom, oder sie sind so total verschnörkelt. Und dieses hier ist so kühl und ich finde, das passt eigentlich gut zu Deutschland. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist kühl, aber auch gleichzeitig transparent. Klar. Aufgeräumt? Aufgeräumt, genau. Ja. Ob es hier wohl Flaschensammler gibt, Herr Seibert? Ja, das irgendwann kommt einer, aber so regelmäßig sind die hier nicht. Leben Sie gesund? Nee. Sind Sie ein Sporttyp? Ich lebe mittelgesund. Ich rauche nicht, wenn ich das jetzt so sehe. Aber ich mache auch keinen Sport und das ist sicher schlecht. Was machen Sie denn heute Abend noch? Wir gehen jetzt was essen, glaube ich. Ich habe Hunger. Das ist ja ein schönes Auto. Ja, wir haben auf jeden Fall das coolere Auto, wenn das Ihres ist. Nee, das ist nicht meins. Aber wahrscheinlich trotzdem. Sie haben auf jeden Fall das coolere Auto. Das ist echt ein schönes. Was ist Ihre Lieblingsband? Meine Lieblingsband? Ja. Das erste, was ich mir gekauft habe, war Steve Harley and the Cockney Rebel. Come up, das kennen Sie gar nicht. Come up to see me, make me smile. Eine der ganz, ganz, ganz großen Platten. Neulich habe ich das mal in einer langen Brüsseler Verhandlungsnacht, habe ich mich in eine Ecke zurückgezogen und habe ich auf meinem iPad Come up to see me, make me smile. Da haben Sie auch lange Wartenzeit bei so einer Verhandlung. Das kann da schon mal passieren, ja. Dann mochte ich gerne so früh einen Rap, als es noch so Spaß-Rap war. Run DMC, Sissy Boys. Ja, genau. Neulich habe ich mal was von Sade zufällig gehört. Nee, überhaupt nicht. Das war aber früher so Brian Ferry, mochte ich auch nicht. Oh, das genau, da muss ich. Großartig. Ja, genau. Die finden bestimmt auch Jamiroquai gut, ne? Und nee, das war. Obwohl, das kam ein bisschen später. Nee, da kann ich mich aber trotzdem noch dran erinnern. Nee, das mochte ich nicht. Oder so sehr. Zuckerro. Mögen Sie den? Ich trete gleich. Das den ist mögen Sie Unverschämtheit. Auch, ne? Solche Typen mögen Sie. Das ist gar nicht böse gemeint. Nein, das ist eine Unverschämtheit. Ja. Na gut, haben wir das auch noch mal geklärt. Jetzt müssten wir ihn vielleicht ein bisschen ärgern. Wenigstens. Das mache ich während der Fahrt noch. Ach so, dann will ich auch nicht länger stören. Hat mich Vielen sehr Dank. Gefreut. Ja. Tschüss, alles Bis bald Gute. Vielleicht mal. Ja? Schöne Grüße an die Kanzlerin, unbekannterweise. Das mache ich. Tschüss. Lass uns überraschen. Wink doch noch mal kurz. Da steht ein Handy schon. Komm, mit auch so einer auf so ein Handy. You've done it all. Vieles ist auch nostalgisch. Was da oben los ist. Siehst du das? Was? Da oben ist eine Stroboskop-Party. Stimmt. Das interessiert mich. Vielleicht können wir da mal kurz da. Einfach da hingehen. Einfach hochgehen. Auch mal fragen, ob er da mal kurz Urinat ablassen darf. Oder? Natürlich als Gentleman schweigen oder so ein paar Häppchen servieren. Ne? Das können wir machen. Wir wollen aber ich bin dafür, dass wir schweigen. Dass wir schweigen. Jetzt schreiben Sie mir alle gerade, alle meine Freunde aus der Metal-Szene, Jeff Hennemann ist tot. Kannst du Metal? Ob ich Metal spielen kann? Ja. Ich war riesiger Metaller. Ich kann so, ich kann nicht so Soli spielen, aber ich kann so rhythmusmäßig so Power-Chords kann ich, ja. Das kann ich schon ein bisschen. Tremolo. Die klassische Tremolo-Picking habe ich heute gelernt. Hast du gelernt? Ja, dafür ist Slayer berühmt, für dieses Tremolo-Picking.
Picking, also so 16., 32. Ja, ja, super schnell. Und das Krasse ist, die spielen ja manchmal gar nicht mehr so mit der Hand, sondern es gibt zum Beispiel von Running Wild den Typen Rock'n'Rolf, der Sänger von Running Wild aus Hamburg, der hat das irgendwie auch so drauf, dass er nur noch die beiden Finger, wo das Black ist, ganz schnell nach vorne und zurück, so bam, bam, bam. So, das ist eine Übung über ganz viele Jahre. Da geht es ja auch ganz viel um Technik. So, was machen wir jetzt? Wir gehen kurz hier was essen. Super, Essen ist gut. Was gibt's denn hier? Nur gucken. Hey, hallo. Hey. Hallo. Hallo. Es gibt hier, wie ich sehe, nur vegetarische Angebote, ja? Richtig. Okay. Ich weiß direkt, was ich nehme. Geile Burger und geile Pommes. Nach dem ganzen Bier heute. Guten Appetit, Tom. Danke. Ich habe neulich versucht einzuführen, dass es nur noch an ein oder zwei Tagen in der Woche Fleisch gibt. Ja, machen wir auch zu Hause. Fühlt sich gut an. Ein, zwei Mal und dann auch bewusst Fleisch essen. Ja. Und nicht mehr so die abgepackten Salami-Kacke und so. Ne? Nee, gibt es mir auch nicht. Hast du sowas schon mal gehabt wie so ein Stalker oder so? So ein Typen, der hinterher, wirklich? So Leute, die so fanatisch. Nein, ja. Das war schon schlimm, das hat sich irgendwann erledigt. Aber so, dass ich mich ab und zu nicht aus der Wohnung getraut habe. Der hat dann immer angekündigt, wann er in Berlin ist. Kam aus Braunschweig. Hat mir so mit so ganz kindlicher Schrift irgendwie so Briefe geschrieben und wie er von mir träumt und was das für Träume sind und so. Und wie er zu erkennen ist. Nämlich daran, dass er so im Park ist und so tut, als würde er telefonieren. Ja, in dem Park vor meiner Wohnung. Aber es war keine gute Zeit. Und war der, da hast du den dann auch gesehen? Ja. Ach du Scheiße. Du? Nee, so eine fanatischen Fans habe ich nicht. Ich habe immer nur so Leute, die dann verlangen von mir, dass ich so bin, wie ich im Fernsehen bin. Und dann auch immer so, mach mal was Witziges. Schulz, ey, Olli Schulz, mach mal was Witziges. Mach mal jetzt einen Gag. Und mir fehlt so ein Gen, ein Rockstar-Gen. Ich mache keine Mitklatschaktion. Finde ich doof. Oder auch so Leute fragen, seid ihr gut drauf? Ich meine, was ist das für eine dumme Frage? Wenn du scheiße drauf bist, gehst du doch sowieso nicht aufs Konzert. Das ist ja mein großer Wunsch. Die Toten Hosen spielen Rock am Ring. Campino kommt auf die Bühne. Nichts gegen die Toten Hosen, aber er kommt auf die Bühne. Und er fragt auch mal, habt ihr Bock? Seid ihr gut drauf? Und dann brüllen 20.000 Leute, nö. War wirklich ein guter Burger. Hat mir gut geschmeckt. Ja. Die Pommes sind auch gut, aber ich kann nicht mehr. Es liegt wirklich an der... Kannst du ja einpacken lassen, wir zu Hause. Und eine Mikrowelle warm machen. Können wir Ich lass meine einfach so liegen, okay? Er nimmt seine mit. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Ja. Ciao. Ja, Robert, grüß dich mal ganz lieb. Ja, ich wollte dich fragen, was machst du denn? Ja, wir müssen jetzt erst noch in so einem Club, das wird aber schnell gehen, weil da ist eine Musikerin, mit der ich rumjammen soll. Und dann kommen wir euch besuchen. Da würde mich freuen. Tom freut sich auch schon. Robert freut sich auch auf Tom. Okay. Hey. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo Ada, ich bin Olli. Hallo. Ich grüße dich. Hallo, Tom, hallo. Wollen wir was trinken? Ja. Das sollen wir mal wieder ein Herrengedeck probieren? Ja, das wäre? Ein Lütten? Ja. Und ein Bierchen, ne? Ja. Ein Bierchen? Oder ist zu hart? Nö, können wir gerne machen. Ich wurde mal angefragt, ob ich Lust hätte, mit dir was zu jammen. Wir wissen ja gar nichts voneinander eigentlich, oder? Ihr kanntet meine Musik. Ja, aber Musik geht doch ohne Worte. Ja, Musik geht ohne Worte. Das Problem ist, ich bin kein Freund von Jam, weil ich das nicht kann. Ich kann das überhaupt nicht. Es ist auf Krampf bei mir einfach nicht machbar. Umso lustiger. Ja, aber voll schlecht von mir jetzt so. Ja, ja. Meinst du, aber das ist was Kleines. Jam hasse ich auch. Ich kann auch nicht jammen. Ich spiele auch nicht mit anderen Musikern zusammen. Deswegen bist du Solo-Künstler. Deswegen bin ich Solo-Künstler. Doch, ich habe eine Band ab und zu, das habe ich schon. Aber die müssen dann machen, was ich denen sage. Das ist der Haupt. Kennst du sowas? Ja, ein bisschen kenne ich mich damit. Ja. Also, ja, ja. Und da lässt du die Beats abfeuern und bearbeitest die und drehst die dran rum. Kann man alles Mögliche mitmachen, mit Filtern und so weiter. Olli, es gibt ein Lied von dir, das ich kenne. Und zwar?
Das sage ich jetzt nicht, aber ich habe eine Coverversion versucht. Vom Lied von mir? Ja, aber ich bin nur bis zum Refrain gekommen. Okay. Ich habe es nicht ganz fertig, also somit ist es so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen alles. Aber ich würde es dir trotzdem gerne vorspielen. Mal gucken, super gerne. Ob du es erkennst. Ob ich es erkenne? Überhaupt. Oh, kommt da was. Ich kann ja immer mal wieder stoppen und mal gucken, ob du es erkannt hast. Ich habe die Akkorde ein bisschen umgeändert. Kennst du es noch nicht, ne? Bist auch viel schneller. Heißt es, ich dachte, du bist es? Nee, aber jetzt kommt gleich ein Element, das du vielleicht wiedererkennen wirst. Heißt es, ich dachte, du bist es? Ach, nein, nein. Erkennst du es? Ja, ich weiß, das ist diese Gitarre jetzt. Ja. Ah, super. Deine letzte Chance. Das ist überhaupt nicht meine Tonlage, deswegen ah, sehr ich schön. Und draußen wird es hell. Sei mir nicht so böse, wenn ich den Teller jetzt mal eben kurz wegschneide. Sehr schön. Aber die Tonlage ist viel zu tief für mich. Normalerweise. Aber hast du gesungen, das ist sehr, sehr ja schön. Du solltest öfters so singen. Voll schön, aber finde ich schöner als mein Original. Was? Wirklich, das hat was Sinnliches gehabt und so. Das Lied habe ich damals für ein Mädchen geschrieben, in das ich sehr verliebt war. Und ich wollte immer mit der knutschen und immer dann ist sie aufgestanden und sagt, ich gehe noch mal in die Küche und mache uns noch was warm. Und dann hatte sie eine Gitarre da und da habe ich das Lied geschrieben, spontan, küss mich schnell, bevor du platzt. Weil sie immer, wenn ich mit ihr knutschen wollte, in die Küche gegangen ist und so. Und das fand sie ganz hinreißend. Echt voll gut. Und hast du nicht auch eine Gitarre mitgebracht, kann das sein? Die ist irgendwo im Auto. Okay, irgendwo. Das heißt, ich tue mir so ein bisschen schwer jetzt damit, mich mit Gitarre hier hinzustellen. Ja. Ich bin da leider so total verkrampft. Ich kann das nicht machen. Hast du nicht Bock, ein Beat mal aufzulegen und Tom schautet mal kurz ins Mikrofon? Nee. Ich bin kein Schauter. Nee, aber hol doch mal eine Gitarre. Ich kann nicht. Die Gitarre kommt bestimmt, oder? Es tut mir so leid. Ich bin doofer Spielverderber. Okay, da hinten steht ein Klavier. Ich gehe ans Klavier, du nimmst deinen Synthesizer mit und du machst Gitarre. Das wäre aber dann eine Jam-Session und das wollten wir nicht. Stimmt, das wollten wir nicht. Na gut. Aber okay, ich fand das total schön. Ja. Hast du noch ein Beat am Start gerade? Ein Beat für mich? Möchtest du rappen? Ein Beat, ja. Ich will noch mal rappen. Ja, ich habe sogar ein Mikro, wenn du wirklich willst. Freestyle? Freestyle. Normal. Yeah. Ist auch von mir. Ganz gut, oder? Ist auch von dir. Ich dachte, es ist von Madonna. Yeah, yeah, yeah. Hört man mich schon? Alright. Yeah. Alright. Okay. Yeah, MC Schilling. Ich lauf barfuß über Kohlen und ich gurgel gern mit Whisky. Hab als Haustiere zwei Löwen, spiel Garten mit dem Frisbee. Hab eine Klapperschlange als Krawatte um den Hals gebunden. Und du, die Party gefunden. Soll die Party richtig gut sein? Wollt ihr Action, wollt ihr Funk? Will doch einfach mal eine Nummer. Später sag ich vielen Dank. Soll die Party richtig gut sein? Wollt ihr Action, wollt ihr Funk? Will doch einfach mal eine Nummer und später sag ich vielen Dank. Action, Beats und heiße Ware und der DJ ohne Gnade. Yeah. Ich bin so oldschool, 80er-Hip-Hop. Oder? Faust auf Faust, wie man es in der DJ-Szene macht, oder? Macht man das nicht mehr so in der DJ-Szene? Nee, ich glaube nicht. Doch. Man macht so, ne? Tschüss. Jo, tschüss. Danke, ciao. Adam, tschüss. Nicht so Freestyle. Nee, hast du doch gut gemacht. Bist du stolz auf mich? Bisschen, ja. Ich hab mich kurz gefreut. Das ist ein Dilemma. Einerseits will man sich nicht zum Clown machen oder will sich nicht dem, was man Leute von einem verlangen. Da habe ich immer so ein großes Problem mit. Und dann andererseits willst du gefallen? Will man doch gefallen, weil man denkt, man will auch andere Leute nicht enttäuschen. So, ja. Ne?
Da sind so Sachen, zum Beispiel, es gibt Leute, die so wirklich so herzergreifende Sachen schreiben. Ich fand dich früher so toll, warum verkaufst du deinen Arsch an Fernseh oder so? Und dann denke ich, mein Gott, ich hätte mit 20 genauso, ich meine, ich war auch der größte Musiknazi, habe alles verurteilt in geil und scheiße und so. Ne? Was mich beim Film am meisten nervt, ist dieses Rumwarten, bis du dran bist. Schrecklich ist immer Horrorgeschichten, die ich schon erlebt habe. Gott sei Dank nicht selber, aber wenn man so Plansequenzen macht, ne? Ja. Wo die Kamera so eine, keine Ahnung, eine fünf Minuten Fahrt macht, wo ganz viele Schauspieler auftreten. Ja? Und dann verkackst du. Und du bist am Ende und musst, keine Ahnung, einen Satz sagen oder eine Tür aufmachen oder so. Ne? Da habe ich schon Leute echt verzweifeln sehen, gestandene Schauspieler. Ne? Die den Druck nicht hingekriegt haben. Ne? Wenn es dann heißt, okay, jetzt müssen wir es noch mal machen, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es und alles ging gut. Bis zu deinem Auftritt. Ja. 200 Statisten, irgendeine krasse Szene, irgendeine Fahrt über den Jahrmarkt oder so, alles gestellt. Und dann bist und du dann am Ende, dann sollst du einen Satz sagen und dann klappt es nicht. Und schaffst es nicht mal irgendwie, ein ganz einfaches Wort zu sagen. Ist dir das schon passiert auch? Nee. Sollen wir reingehen und mal gucken, ob der Robert da ist? Mhm. Robi. Olli. Alvaro. Tom. Hallo. Was machst denn du hier? Das ist ja abgefahren. Total. Ne? Oder? Olli. So ein Zufall. Oliver. Hallo. Zufall, du kommst, ist mir angerufen. Grüß dich. Hallo. Kennt ihr euch, Alvaro, Tom? Ich glaube, wir kennen uns. Ja. Ich glaube auch. Ja. Das sind alten Zeiten. Aber es ist schon ein bisschen her. Und wie viele Flaschen Wein habt ihr schon weggemacht heute? Die vierte jetzt. Echt jetzt? Die vierte? Die vierte ist. Die vierte erst. Wirklich? Ja. Wie siehst du noch frisch aus? Dankeschön. Ja, du musst es in der Mikrofon machen. Grappa, oder was ist das? Nee, das ist Vogelbeerschnaps. So viel Alkohol habe ich lange nicht getrunken durcheinander wie heute. Wir haben Jägermeister getrunken, Wodka getrunken, wir waren auf einer Privatparty kurz zwischendurch. Ja. Dann haben wir uns getroffen mit einem Typen, der so eine Fairtrade-Plattform gründet, eBay nur Fairtrade-mäßig, Fairnopoly. Mhm. Der möchte, dass man nur Sachen, die nicht Kinderarbeit, wo nicht Kinderhände dran waren, verkauft und sowas alles so geprüft ist. Findest du eigentlich Amazon jetzt moralisch schwierig, weil die Leute so schlecht behandeln? Warum nicht? Weil ich gar nicht weiß, wie schlecht die Leute wirklich behandelt werden. Wenn die nur so ein bisschen schlecht behandelt werden, dann ein bisschen schlecht werden die Leute überall behandelt. Das gehört nun mal zum Prinzip ganz oft dazu. Ich würde, glaube ich, wenn ich Chef wäre von irgendeiner Firma und es wäre ein großer Konzern, würde ich die Leute auch ein bisschen schlecht behandeln. Warum? Damit die auch wissen, dass das, also, dass ich Chef bin und dass die strenge Hand regiert. Der schöne Zufall, dass, warum wir auch hierher gekommen sind, ist, dass ich ja Tom durch dich kennengelernt habe in München. Das stimmt, ja. In der Wohnung, in der wir zusammen gewohnt haben. Und deswegen schließt sich sozusagen der Kreis. Und das muss auch 11 Jahre inzwischen her sein. Ja, wir haben insgesamt in 3, 4, vielleicht 5 WGs gelebt. Ich weiß es gar nicht, mein Leben ist ein Rausch. Ich habe damals so viel gekifft, muss ich auch sagen, dass ich viel vergessen habe. Ja. Als ich dann am Hansaplatz gewohnt habe mit Alvaro, warst du auch oft bei mir? Nicht so häufig. Ja, aber hattest du da. Okay. Echt bei gefühlt viel zu oft. Nee, ich war nicht so häufig da. In dem Haus, in dem Cat Stevens ein Zimmer hatte, ne? Genau, ganz drei Stockwerke oder vier Stockwerke. Roger Kusch, aber Cat Stevens war auch mal da. Cat Stevens hat da gewohnt, ne? Cat Stevens war kurz mal vorbeigekommen. Und hast du das Zimmer von Cat Stevens nicht mal sogar gesehen, wo der gewohnt hat? Nee, Cat Stevens war bei uns auf der Theaterprobe. Und er kam rein und sah aus wie Osama Bin Laden. Und es war kurz nach den Anschlägen. War auch keine gute Zeit für Cat Stevens damals, glaube ich. Ja, er hat gesagt so, hello, I'm Yusuf. Und allein von der Art und Weise, wie er es gesagt hat, habe ich rausgehört, es muss Cat Stevens sein. Wirklich? Obwohl er nicht so aussah. Ja, diese weiche, warme Stimme. Ohne Scheiß. Ja. Cat Stevens hat sich damals in der Zeit ja auch geweigert, Frauen die Hand zu geben. Weil die unrein sind, oder was? Ja, ja. Schon mal auf. Das stimmt nicht. Das ist so. Das stimmt nicht, das ist so. Das ist so, ja. Cat Stevens hat sich... Und warum, mit welcher Begründung hat er den Frauen nicht die Hand gegeben? Weil man Frauen nicht die Hand gibt als strenggläubiger Muslim. Nein, das Problem ist, wenn du Frauen die Hand gibst, könnten sexuelle Gefühle in dir auf. Nicht nur bei dir, sondern auch bei ihr. Und das ist alles halt ist nicht gewollt, wenn man nicht verheiratet ist. Ey, wir reden uns hier im Kopf und Kragen vor Arte-Kameras. Verflucht nochmal. Macht doch mal ihr euer Zeug da. Habt ihr mal ein schwules Pärchen gespielt? Nee, ne? Doch.
Ihr beide? So fast? Oder war das bei Schwarze Schafe? Waren ja, wir das zusammen? Haben die Leute draus gemacht, ne? Also ich hab ja, das war, nie gespielt. Ich war, ja, okay, du also warst du schwul, schon, ja, du warst schwul, ich hab's nee. Gespielt. Hä? Das war umgekehrt. Nein. Stimmt, ich hab... Hä? Ich war schwul und du hast gespielt? Da war ich auf der Aftershow-Party oder so im KitKat-Club. Das war schön, oder? Das war schön. Mhm. Warst du da echt dabei? Ja, da war ich dabei. Ich fand die Idee, dass Barkeeper und Barkeeperinnen unten ohne waren, zumindest für eine Filmparty interessant. Das war mal was Neues. Echt? War das so? Fandest du es nicht interessant? Ich war da nicht da, glaube ich. Warst nicht da? Nee. Ich weiß nur, dass ich ein Bier bestellt habe mit Daniel Brühl zusammen, ja. Und dann kam halt dieser Typ und der hatte halt unten nichts an, aber oben ein T-Shirt. Ah, okay, so habe ich es. Verkehrte Welt. Ah, okay, so Criss-Cross-mäßig. Der eine ist gerade gestorben ist echt von Criss-Cross. An Heroin und Koks. Noch ein. Kombiniert. Oh ja, wirklich. Jeff Hanneman von Slayer ist auch tot. Das war ein Spinnenbiss. Ja. Das machen. Aber ich glaube nicht nur der Spinnenbiss. Ich glaube, der hat auch schwere Abwehr. Also die Abwehrkräfte haben nicht mehr funktioniert durch die ganze Sauferei vielleicht. Weiß man nicht. Erzähl mir jetzt keinen Scheiß, Alter. Der hat starke Alkoholprobleme gehabt, Jeff. Ja, was soll ich machen, wenn ich jetzt. Ich habe keine starken Alkoholprobleme. Willst du wenn du jetzt einen Spinnenbiss kriegst, hast du schlechte Karten, mein Freund. Und du meinst, du überlebst, oder was? Die Ratten, ich und Lemmy von Motorhead werden den dritten Weltkrieg überleben. Da bin ich gespannt drauf. So, was wollt ihr heute noch machen so? Wir müssen noch in, was? Wir müssen noch in die DDR-Fahrgemeinschaft. Da gibt's eine Kegelbahn, wo wohl Honecker früher oft gekegelt hat. Geht ihr ins Kegeln? Ja. Willst du mitkommen? Oder ihr? Ja. Klar. Ehrlich gesagt, Kegeln würde ich gerne mitmachen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ins Konzept von eurer Sendung reinpasst, aber... Ich glaube, es geht für unser Konzept ist eh kein Konzept. Hast du mal betrunken vor der Kamera gedreht, dass du besoffen warst, ja? Für welchen Film oder was war das? Für Crazy. Beide Male mit Robert, fällt mir gerade ein. Ah, da wart ihr wirklich betrunken? Ja, so leicht einem Tee. Also ist manchmal auch hilfreich. Also kenne ich auch von gestandenen, erwachsenen Schauspielern, dass sie das machen. Es hilft dann auch so ein bisschen, das macht so das Entree, ne? Und dann bei Verschwende deine Jugend auch, da gibt es auch noch eine Szene. Da hat es mich aber, glaube ich, so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil da musste ich danach, was mir irgendwie nicht bewusst war, noch eine stocknüchterne Szene drehen. Ah, ja, das ist dann natürlich teuflisch. Ich habe auch so das Trinken auf der Bühne, wenn ich Konzerte spiele, ganz aufgehört. Ich habe 2010 ein Festival gespielt und war so besoffen. Und dann kam der Veranstalter zu mir und meinte, ich muss auf die Bühne. Und ich war felsenfest der Meinung, ich hatte schon gespielt. Tom, hallo. Hi. Hallo. Halli, grüß dich. Hi. Konstantin und? Frank. Frank. Hallo, hallo Frank. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ist das euer Areal hier? Hier, seins. Naja, meins. Das ist meine Eltern. Irgendwie von meinen Eltern sammeln. Und es soll so ein bisschen die Möglichkeit sein, was auszustellen. Was für Kunst stellt ihr hier aus? Selbst gemacht? Von euch fabriziert? Nein, sondern? Gesammelte. Also gesammelte Sachen. Zeitgenössische. Abstrakt, ja. Konzeptkunst. Ich wollte mich gerade nicht in den Vordergrund schieben. Da haben wir Robert. Ich schiebe mich mal in den Hintergrund kurz. Wir sind froh, wenn sich mal jemand anders in den Vordergrund schiebt. Gehen wir mal nach oben. Gehen wir mal nach oben, gerne. Genau. Ah, hier riecht's. Das erinnert mich an meine Jugend, ne? Es riecht nach Graffiti. Ja, ich habe gemalt. Ja. Das ist. Das fühlt sich gut an. Eigentlich denkt man immer, dass die Kegelbahn im Keller ist, ne? Ach. Mensch, das sieht aus wie eine... Oh, die ist ja so dünn. Das treffe ich nicht. Beim Kegeln ist es wichtig, dass du eins wirst mit der Kugel. Du musst vor allem gucken, weil beim Kegeln ist ja im Gegensatz zum Bowling so, dass es keine Bande gibt. Du musst halt einfach straight durchspielen, ne? Lass rollen. Lass rollen, Kumpel. Wow, ja.
sind gleich auf. Wir sind gleich, Robert. Das sieht gut aus. Passiert jetzt was? Oh, da ist noch einer umgefallen, weil du das gesagt hast. Und dein Hauch hat diese eine Kegelfigur noch einmal umgeschmissen. Mein schlechter Atem. Das ist so sehr abstrakt. Olli, hast du das? Wir verstehen das alles nicht mit der Kunst. Welches war die letzte Ausstellung, in der du warst? Gerhard Richter. Schon ein bisschen her. Letztes auch bei mir ein Jahr her, oder Frida Kahlo. Das letzte Mal, dass ich was mit mir angeguckt habe. Hatten die auch ihre ganzen Korsetts da? Ja, hatten sie auch welche da. Heißt das Korsetts? Korsette? Korsetten. Korsagen. Korsagen. Das ist eine Zeichnung da, das ist die 14, oder? Aber wo ist denn da die Zeichnung? Da muss man sich wirklich mal kurz fragen, wo da die Zeichnung ist. Kann man, soll man das hier umblättern vielleicht? Man weiß es ja nicht. Also ich meine, also für eine Zeichnung finde ich schwach, ganz ehrlich. Und was ist das hier? Der alte abgerissene Lampenschirm. 16. Lampenschirmstück, Schokoladenpapier, Eisenhälter, Farbenfarbe. Die Frage ist ja auch, in welchem Zustand der Künstler das gemacht hat. Wenn der keine Ahnung, also Arme auf den Rücken gebunden und mit dem Mund irgendwie an die Wand geklebt, dann ist das vielleicht schon ganz schön stark. Komm, Tom, du bist mehr in der Hochkultur angesiedelt als ich. Komm, mach du mal, zeig mal bitte was. Erklär mir das mal. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich, du bist hochdotierter Schauspieler. Ich bin Schausteller. Fernsehpreisgewinner und alles mögliche. Du verkehrst mit Leuten, die sowas machen. Mehr als ich jedenfalls. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Fernsehpreis. Ja. Robert, willst du es ihm erklären? Die sowas. Ich kann da nicht viel zu sagen. Das Einzige, was ich nicht verstehe, und ich verstehe sonst eigentlich alles, ist bildende Kunst. Ja. Ich weiß nicht. Das ist ein alter Tisch, da wurden die Beine abgeschraubt und dann wurde das da angeklatscht. Das ist Mail. Das wurde um die ganze Welt geschickt, glaube ich. In einem Paket. Das wurde um die ganze Welt geschickt. Wurde einmal gemalt und dann um die ganze Welt geschickt und der Rest davon ist jetzt da. Ich finde ja diese Dysfunktionalität eigentlich gar nicht das Schlechteste. Also ich würde jetzt nicht versuchen, überall da in irgendeiner Form was zu erkennen oder zu sehen oder zu deuten, sondern einfach das auf sich wirken zu lassen, ne? Nö. Aber es ist einfach da und es ist ja auch okay. Ja, das ist einfach da. Wie so vieles im Leben, was einfach da ist, ne? Ja, aber es ist leider viel zu wenig einfach da. Das ist ja das Problem. Bullshit, das ist ohne Ende. Von voll viele Sachen sind einfach da. Was willst denn du mir jetzt erzählen? Ja, du bist einfach da. Aber ja, du bist auch einfach da, Alter. Deine blauen Socken sind einfach da. Das ist türkis, nicht blau. Weiß ich nicht, was es ist. Ich kann nie wieder in eine Galerie gehen. Die hauen mir sofort eine rein, wenn ich da reinkomme. Du warst doch mit diesem Olli Schulz da, genau. Ne? Der das alles kaputt gemacht hat. Ja. Und darum schweigt Tom auch, weil der kann danach nämlich reingehen in eine Galerie und alle sagen, ja, du warst der Einzige, der sich halbwegs normal verhalten hat. Der Herr Schilling, der hat sich schön zurückhalten. Genau. Der war schön zurückhalten. Das war gut, wie er das gemacht hat. Das zum Beispiel, das habt ihr verpasst. Gefällt mir mit am besten. Absolut. Du bleibst noch. Einfach, wir bleiben noch ein bisschen hier, oder? Haut rein. War voll schön. Einfach euch auch meine Leidenschaft, die Kunst zu teilen. Love and Peace. Frieden. Wenn ihr Ärger habt, sagt mein Name, der öffnet euch alle Türen. Jetzt könnte ich noch einen letzten Schnaps vertragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht's genauso. Ein Schnaps haben wir. Ich könnte euch einen Whisky Sour anbieten. Oder mach ich. Mach ich auch, bin dabei. Wir haben schon alles durch heute. So, letzte Zigarette, ne? Letzte Zigarette für dieses Jahr. Noch ein Trinkspruch? Nee. Nee, ne? Mir fällt auch keiner ein gerade.
Mucke wäre jetzt geil, ne? Ja, oder einfach mal schweigen. Einfach mal schweigen, oder Musik. Okay, let's call it a wrap, wie wir beim Film sagen. Warte. Dankeschön. Bier nehme ich doch nicht.